Seit kurzem wissen wir, dass der Massenmörder von Christchurch in Neuseeland wohl einen Kontakt nach Europa hatte. Jedenfalls hat er dem Österreicher Martin Sellner Geld gespendet. Sellner ist bekannt bei Rechtsradikalen auch in Deutschland. Seine Videos werden auch hier verbreitet. Und zwar pikanterweise über einen Verein, der von deutschen Steuervorteilen profitiert. Moment mal, Steuervorteile von Vereinen? Läuft da nicht gerade eine große Kampagne der Unionsparteien, die vor allem linke Gruppierungen die Gemeinnützigkeit aberkennen will? Neulich beim CDU-Parteitag. Die Christdemokraten haben ein Thema entdeckt: die Gemeinnützigkeit von Vereinen. Genauer gesagt von politisch eher unliebsamen Vereinen. Wie ATTAC, die Flüchtlingsräte oder konkret auf dem Parteitag die Deutsche Umwelthilfe. Wenn dort ein Abmahnverein das einzige Ziel verfolgt, unsere Städte lahmzulegen beim Diesel, dann müssen wir Klartext sprechen und das nicht weiter dulden. Deswegen denken wir, dass das auch nicht eine Organisation ist, die die Gemeinnützigkeit, diesen Status verdient. Deshalb müssen wir eben auch genau hinschauen, wenn es Einrichtungen gibt, die unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit agieren. Auffällig? Die Union schaut offenbar nur bei gewissen Vereinen hin. Dabei könnte die Partei auch mal am rechten Rand gucken, wer alles gemeinnützig ist und damit Steuervorteile genießt. Etwa YouWatch, ein Internetportal. Der Verein dahinter ist als gemeinnützig anerkannt und wirbt damit. Das Gute daran, sie sparen mit jeder Spende Steuern und können so dem Merkel-Regime noch zusätzlich eins auswischen. Auf YouWatch wird in erster Linie gerne gehetzt. Gegen Merkel, gegen Migranten. Mit solchen Schlagzeilen. 17-jähriges Goldstück aus Somalia auf Sextrip in Bonn. Und das abgrundtief Böse sitzt im Kanzleramt. Und YouWatch bietet auch Rechtsradikalen wie dem Österreicher Martin Sellner eine Plattform für seine kruden Botschaften. Es findet eine Ersetzung statt. Durch eine Masseneinwanderung, die unsere Integrations- und Assimilationsfähigkeit bei Weitem übersteigt. Und jetzt kommt auch noch heraus, eben dieser Martin Sellner stand in direkter Verbindung zum Christchurch-Attentäter von Neuseeland per E-Mail. Der rechtsradikale Terrorist Tarrant hat Geld an den Österreicher gespendet, 1.500 Euro. Aus welchem Grund? Sellner hat eine eigenwillige Erklärung. Eine unverhältnismäßig hohe Spende, die mir deswegen auffiel, von einer E-Mail-Adresse, die im Nachnamen den Nachnamen Tarrant hatte, also wie dieser Attentäter. Ich war mir nicht sicher, ob der das war. Ich habe mir gedacht, okay, wenn er das gemacht hat, wahrscheinlich auch, um mich in die Sache reinzuziehen. Die österreichischen Behörden nehmen die Sache dagegen ernster. Terrorermittlungen gegen identitären Chef Sellner, dessen Videos bei YouWatch verbreitet werden, mit freundlicher Unterstützung des deutschen Staates. Vor diesem Hintergrund ist es absurd, dass der Verein gemeinnützig ist, weil der Staat durch die Anerkennung als gemeinnützig praktisch seine eigenen Gegner fördert. Die, die die verfassungsmäßige Ordnung bekämpfen, sollten aber nicht finanziell vom Staat unterstützt werden. YouWatch äußert sich auf Anfrage nicht dazu. Seit Monaten steht die Gemeinnützigkeit der rechten Internetseite auf dem Prüfstand, wird in den Medien diskutiert. Doch von der CDU hat man zu YouWatch noch nichts gehört. Wenn die CDU nach allen politischen Seiten hin und insbesondere auch gegen rechtsradikale Vereine vorgehen würde und den Entzug der Gemeinnützigkeit verlangen würde, wäre sie glaubwürdiger, weil man dann den Eindruck gewinnen könnte, es ginge hier um die Gemeinnützigkeit und nicht um den eigenen politischen Vorteil. Warum setzen Sie sich nicht im gleichen Maße auch für die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von rechten Vereinigungen ein? Ja, nennen Sie mir mal ein paar. YouWatch zum Beispiel. Gut, das muss man sich dann im Zweifel auch anschauen. Wenn dann herauskommt, dass die Gemeinnützigkeit hier einen Missbrauch darstellt, dann muss auch hier die Gemeinnützigkeit aberkannt werden. Die Union hat sich da in dem Punkt nichts vorzuwerfen. Sondern wir sind konsequent gegen Rechts- wie Linksradikale. Wirklich? YouWatch ist nicht der einzige Rechtsaußenverein, dem das Finanzamt Steuern erlässt, wegen angeblicher Gemeinnützigkeit. Seit Jahren gemeinnützig ist etwa der Verein Ludendorff Gedenkstätte. Ludendorff-Anhänger treffen sich gerne zu solchen Sonnenwendfeiern. Das Vereinshaus in Tutzing
ist seit Jahren eine Pilgerstätte für Rechtsradikale. Ludendorff war ein früher Weggefährte Adolf Hitlers und entwickelte eine völkische und antisemitische Ideologie zusammen mit seiner Frau Mathilde. Auf Anfrage bestreitet der Verein rechtes Gedankengut. Auch gemeinnützig? Ein rechtsradikaler Verein mit dem unauffällig klingenden Namen Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft. Bei den Tagungen des Vereins treten immer wieder bekannte Verfassungsfeinde und Kriegsschuldleugner auf. Für den Verfassungsschutz ist die SWG keine Unbekannte, wie auch die anderen Vereine nicht. Für die Union aber offenbar schon. Wenn es um den Entzug von Steuervorteilen geht, sieht man wohl nur, was man sehen will. Also ich komme aus Göttingen, ich könnte Ihnen ganz andere Vereine nennen, die gerade aus dem linken Lager kommen, wo ich als Bürger auch die Frage stellen können, ob die noch gemeinnützig sind. Die Gerichte sollen sich das mal genau anschauen und dann sollen sie entscheiden. Aber man soll auf alle Sachen schauen, da haben Sie recht. Ja, wir tun genug gegen Rechtsradikale. Wir stellen uns wirklich auch als CSU, gerade in Bayern, gegen die AfD-Thesen, gegen die Rechtsradikalität in unserem Land. Also das können Sie uns nicht vorwerfen. Wenn einer eine Stimme gegen rechts erhebt, dann sind es wir. Wir sind eins. ARD.